Willkommen zurück, da sind wir auch wieder in Dragonquest-Builders 2. So, und hier hatte ich mir überlegt, ehrlich gesagt gefällt mir das so gar nicht. Ich hätte die Lichter schon gerne auf beiden Seiten, bloß den Witz hier zu eng. Deswegen werde ich wahrscheinlich diese Seite genauso bauen wie die Seite, also auch mit dem Teppich hier rein und so weiter und so fort. Aber das machen wir nicht jetzt, weil so viel Wolle haben wir im Leben nicht. Das dauert eine Weile, bis wir das haben. Deswegen werden wir uns jetzt erstmal, ehrlich gesagt gefällt mir das auch mit dem Zuckerrohr so nicht, aber das bleibt jetzt erstmal so. Wir werden uns jetzt erstmal drum kümmern, und zwar brauchen wir immer noch Räume mit verschiedenen Atmosphären. Bin mir zwar nicht so ganz sicher, woran man jetzt genau erkennt, was eine Atmosphäre ist. Ups. Wohl hier Stil, naja, erleuchtet dann nichts auf, ne? Das ist wohl erst Stil normal. Bedeutet das, dass was da unten weiß ist, dass das die Atmosphäre ist, oder? Ich weiß es mir nicht. Gucken wir mal in Babs Zimmer. Das müsste doch normalerweise den Stil frech haben, ne? Aber er leuchtet auch frech auf. Aber die Atmosphäre. Muss der Kreis komplett geschlossen sein? Oder reicht das so? Zählt das so als Atmosphäre? Wohl, irgendwie geht der Zähler ja nicht höher. Der steht ja schon seit Ewigkeiten auf 2. Jetzt will ich auch noch was gucken. Haben wir irgendeinen Block, der die Atmosphäre frech hat? Wollen wir das mal anhand von Babs Zimmer testen? Ob wir den komplett voll auf frech kriegen. Oh, bis jetzt sehe ich nur natürlich, niedlich, cool. Gibt es denn überhaupt einen Block, der frech ist? Extravagant. Ah ja, okay. Aber frech sehe ich doch jetzt nicht. Ich müsste hier wirklich einmal, um da draus zu kriegen, alle Blöcke durchgucken. Hm. Habe aber leider schon die Befürchtung, dass es das nicht gibt. Wohl das, ich glaube auch dekomäßig, ne, gibt es da ja auch noch frech und so. So, alles natürlich, extravagant, normal, cool. Ich glaube, frech gibt es hier nicht. Nö. Scheint keine Blöcke in frech zu geben. Das ist natürlich... Der muss ja das gucken, dass es irgendwie mit Deko hochkriegt. Mal gucken. Gibt es denn dekomäßig irgendwas? Aber man kann das halt leider nicht sortieren, nach dass er nur jetzt frech anzeigt oder so. Das ist eine Art Filterfiltchen zum Einstellen, was er anzeigen soll und was nicht. So, die neckischen Nachtlichter sind frech, das weiß ich. Aber die haben wir auch schon drin. Muss auch noch andere Sachen geben, die frech sind. Also niedlich gibt es so einiges. Habe ich ja schon ein paar Mal gesehen jetzt. Cool gibt es auch so ein bisschen was. Und ich glaube, das meiste ist wirklich natürlich, ne? Habe ich vorher beim Bauen nie wirklich so drauf geachtet, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es muss doch hier irgendwas geben, was das Ganze frech hinkriegt. Was ist denn das? Marinemonument. Verschiedene Fischartenfänger, okay. Cool, natürlich, cool, extravagant. Hier gibt es auch nichts, bis auf die neckischen Nachtlichter, ne? Es kann das sein, dass die neckischen Nachtlichter das Einzige sind, was frech ist? Sieht fast so aus. Wo, hier ist mich auch nichts. Das ist nur niedlich. Das sind wirklich nur die neckischen Nachtlichter, ne? Die frech sind. Atmosphäre frech. Frech. Ja, der Rest ist alles niedlich oder natürlich oder normal. Das ist natürlich doof. Ich meine, das hier ist eh alles natürlich. Und Wandbehänge, gibt es da vielleicht noch irgendwas, was frech wäre oder so? Bescheuerlich auch nicht. Alles cool. Oder normal. Extravagant, normal, normal, extravagant. Tja, aber wie soll ich den Raum denn... Wieso, muss ich ganz ehrlich sagen, den weiter auf frech kriegen? Das ist alles normal hier. Das Papier.
Dort ist mich eine sehr gute Frage. Da ist natürlich auch nichts. Ne, es ist alles niedlich, normal, natürlich oder extravagant. Ich habe keine Ahnung. Was? Wieso lerne ich jetzt plötzlich eine neue Anlernung? Regal, Einrichtung. Ein Endteil für ein robustes Regal. Platziere zwei auf gleicher Höhe an einer Wand, um dazwischen ein Regal zu bauen. Kann gefärbt werden. Ist auf jeden Fall normal. Schublade. Ein Schiebebehälter, der einem Regler angebracht werden kann. Kann zum Aufbewahren von Gegenständen verwendet werden. Und ein Schrank. Ein hohes, schmales Kabinenbett für Unterteller. Ureiniges Besteck, unglaublich scharfe Gewürze und so weiter. Kann zum Aufbewahren von Gegenständen verwendet werden. Weswegen habe ich das denn gerade gelernt? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kaufen die hier gerade Handtücher. Okay, das funktioniert was nicht so. Ich brauche definitiv mehr neckische Nachtlichter. Aus zwei Gründen alleine schon. Also muss hier wohl mehr rein. Okay, so, das kriegen wir schon hin, das kriegen wir schon hin. Einmal Bimmel. So, den Link muss auch mal schon schlafen. Ich glaube, das ist die einzige Möglichkeit. Ich vermute nämlich nur, dass der Kreuz, das Diagramm, komplett voll muss, damit erst die Atmosphäre entsteht. Ich weiß es aber nicht. Aber abgesehen davon, das habe ich ja in keinem Raum gemacht. Und vier verschiedene Atmosphären habe ich ja schon. Also ich habe vermutlich mal natürlich, normal, cool wahrscheinlich hinten im Schneegebiet durch das Schloss. Und hier halt frech. Aber was gibt es da noch für Atmosphäre? Es gibt noch extravagant. Und was gibt es denn noch? Niedlich, ne? Das sind wahrscheinlich die beiden, die fehlen. Niedlich und extravagant. Um das Torfelziel zu kriegen. Ah, da muss ich mal gucken. Haben wir jetzt zwischendurch mal... Ich sollte auch mal darauf achten, immer wenn ich Hasen sehe, die Hasen umzuklatschen. Sonst kriege ich meine Tiere mich auch nie auf 100%. Und das wäre natürlich auch nicht so pralle. Gut, die sind hier echt im Turbo-Modus unterwegs. Das freut mich. So. Das dürfte zumindest nicht rein. Ich bohre mich erstmal rüber. Hier noch da. Grüne Gärten. Dann will ich da mal was googeln. Zum Beispiel der Lilly können wir doch eigentlich ein niedliches Zimmer geben. Das fehlt uns garantiert noch. Daraus vielleicht ein niedliches kriegen. Ihr müsst euch mal gucken, was sie hat. Außerdem haben wir hier bestimmt auch Hasen, oder? Denke ich mal. Auch wenn ich gar keine Hasen sehr gut. Noch haben sie Essen. Inzwischen sammelt sich auch ein bisschen Wolle an. Das ist schon mal schön. Wie haben sie denn noch? Drei, also reicht nicht lange. Aber Hasen sehe ich hier jetzt auch gerade nicht. Ehrlich gesagt. Ups. Zumindest sammeln sich so langsam allmählich mal Herzen an. Das ist schon mal sehr, sehr schön. So, ich guck mal kurz in Lillys Zimmer. Ihr Zimmer ist normal. Kriege ich das vielleicht irgendwie niedlich hin? Da müsste ich jetzt mal gucken. Vielleicht den Fußboden austauschen. Es gab, meine ich, irgendeinen niedlichen Block. Das weiß ich. Das habe ich schon gesehen. Haben wir das Zimmer? Hier, guck mal. Fachwerkmauer, niedlich, niedlich. Haben wir ihr Haus nicht aus Fachrecht gebaut? Nein. Ah, sie hat auch so eine schäbige Holzhütte. Ja, gut. Das könnte man natürlich austauschen. Aber gibt es dann vielleicht auch einen niedlichen Fußboden? Hartholzsäule, das ist kein Fußboden. Cool, cool, cool. Normal. Oh, hier. Fruchtiger Block. Tapete, die ein Monster zeigt, das sich einige Bären satt frisst. Ja, das ist aber auch eher Torpede, ne? Kitschiger Block. Ein hübscher Block mit einem feinen, floralen Muster. Kann gefärbt werden. Das wäre der hässlichste Teppich aller Zeiten. Und kostet auch wieder Baumwolle. Gibt es da nichts anderes? Oh, warte mal. Wir haben hier garantiert noch irgendwo niedlich. Garantiert. Das ist alles cool hier, natürlich. Doch, guck mal. Teppich mit Vinci-Monster. Gut, ist auch Baumwolle. Ein Teppichblock, der durch miteinander gewundene Streifen verziert ist. Kann gefärbt werden. Okay, ja gut. Wir können es ja mittlerweile Baumwolle brauchen wir jetzt nicht mehr so extrem. Da kommen ja auch mal so einige raus. So ist das nicht. Es soll ja nur der Fußboden sein. Machen wir den einmal?
So, warte mal, dann baue ich mir hier noch einmal so ein Färbefass. Dann muss ich nicht immer zurückbohren. So, das Ding ist das. Konnte ich hier mich... Da stelle ich hier mal rein. Sollte eigentlich gehen. So. Oder? So, färben. Ich will definitiv... Oh, was man hier nicht alles färben kann. Ist mehr, als ich dachte. Gut, aber mir geht es jetzt um den da. Ah, der sieht echt aus wie so ein kariertes... Naja. Machen wir ihn in blau. Kann aber nicht alle färben. Wow. Ich habe 8 gefärbt. Das ist natürlich... Mangel leicht an blauer Farbe. Gut, probieren wir es trotzdem mal. Mal sehen, wie es überhaupt aussieht. Ich brauche die im Tauschmodus. Genau. Gucken. Ah, gut. Hübsch ist der sowieso nicht, ehrlich gesagt. Ah, gut. Es ist hübsch ist was anderes. Aber mir geht es jetzt im Moment in erster Linie darum. Mal raus. Das Zimmer etwas niedlicher zu kriegen. Das müsste doch mit dem Weißen gehen. Das tausche ich später mal komplett gegen Blau aus. Hüps. Hüpsala. Warte mal. So, zack, zack, zack. Wie sieht's denn jetzt hier aus? Ah, niedlich ist ein bisschen höher gegangen, aber bei weitem noch nicht hoch genug. Rein theoretisch, glaube, das könnte auch helfen. Könnte ich auch mal, weil die habe ich garantiert noch. Diese Blöcke hier. Das damit austauschen, ne? Die Frage ist jetzt nur, müsste ich gucken, ob das mit der Kelle geht, aber ob ich das wirklich alles selber machen muss. Und ob er die Fenster damit rausnimmt, ne? Das müsste man ausprobieren. Fenster lässt er drin. Sehr schön. Geht also. Gut. Das geht, das geht. Das ist schon mal sehr, sehr schön. Zählt sogar zum Ausgefallenen dazu. Ah, gut, das muss ich gleich von innen machen. Komm ich so schlecht ran von außen. Ja, gut, hier ist jetzt wegen dem Fenster, aber es ging doch auf der anderen Seite doch auch. Warum denn nicht hier? Dort kriegen wir hin. So. So, und die anderen muss ich denn von innen machen. Dadurch dürfte das Häuschen doch wirklich etwas niedlicher werden. Hoffen wir zumindest mal. Sehr schön. Und hier nochmal. Wunderbar. So, dann gucken wir jetzt mal. Oh ja, niedlich ist deutlich gestiegen. Ist hier sogar Atmosphäre niedlich, ne? Hat es denn jetzt dazu gezählt oder nicht? Vermute mal schon, weil niedlich ja jetzt quasi dominant ist. Das ist so hässlich mit dem Blau, oder ne? Allgemein ist das so hässlich. Aber gut. Du hast eine gute Frage. Das weiß ich mich nicht, ob es da jetzt zugezählt hat. Ich bohrte mich einmal hier rüber. Hier müssen wir das ja sehen. An der Tafel. Ja, 5 von 6. Gut, der fehlt nur noch extravagant. Den klappt das so. Den klappt das so. Das ist sogar auch 2 mehr geworden. Das waren vorher 36. Verkauf etwas, kommt jetzt richtig gut zur Potte. Das freut mich. Ja, das kommt noch, sobald wir genug haben. Und verschiedenes Essen fehlen uns auch noch 5, aber das kriegen wir auch noch hin. Das Problem ist jetzt im Moment echt, dass ich Angst habe. Mir geht das Fleisch aus. Und ich muss die Tiere wirklich regelmäßig füttern, damit ich sie auf 100% kriege. Das sind hier die reinsten Kaffee-Junkies, ehrlich gesagt. Aber momentan ist auch nirgendwo ein Horse, den man irgendwie mal schlachten könnte, damit man mal an Fleisch kommt. Nichts zu sehen mit Hasen. Gar nichts. Sonst sind hier immer so viele. Jetzt gar nicht mehr.
Warum auch immer. Da ist mal eine. Okay. So, jetzt bin ich noch überlegen. Was mache ich denn hier extravagant? Oh, wir haben gerade mal ein Fleisch. Wir brauchen ein paar mehr. Wir müssen also eigentlich immer zwischendurch mal Hasen töten, sobald wir welche sehen. Und dann gleich in die Hundenäpfe drüben rein, dass wir die glücklich kriegen. Das geht nicht anders. So, Sie-Haus ist ja, was soll es ja auch bleiben, frech. Und Säunebude, die ist eher normal. Wenn wir die extravagant machen, dann müsste ich mal gucken. Gucken wir erstmal wieder nach einem extravaganten Fußboden. Dann kriegen wir schon hin. Dann haben wir nämlich das Tafelziel auch schon mal. So, extravagant ist hier garantiert auch. Das ist niedlich. So, segmentierter Wandblock. Den kann ich gar nicht machen. Ah, ich glaube, extravagant ist nicht so einfach, du. Niedlich. Na gut, der Zitadellenkapitel, Zitadellenblock. Der Block ist sowas von Potten hässlich. Aber Leute, gut, hau ich ihm den auch rein. Hatte ich sogar noch ein bisschen was einstecken, okay. Wo ist der da? Denn versuchen wir seinen Raum mal extravagant zu kriegen. Auch wenn es jetzt nicht schön ist, ich finde den, der hier drin ist, viel, viel hübscher. Aber sonst kriege ich auch nicht das Torfelziel mit den verschiedenen Atmosphären. Na komm schon. Na komm, Junge. Machen wir es so. So, und von hier nochmal. Den haben wir alles. Genau. So nochmal. Hier nochmal. Wie sogar etwas schicker, siehst du mal. Ausgefallen insgesamt. Jo, das haben wir. Dort ganz so haben wir jetzt immer noch im Stil normal, aber extravagant ist sehr gut gestiegen. Das reicht noch nicht ganz. Dann gucke ich mal, haben wir noch irgendwelche... Ich will hier ungern die Wände, weil das soll hier schon thematisch zusammenpassen. Irgendwelche extravagante Deko oder sowas? Ja, aber gut. Wer will schon so ein Gruselgesicht oder Grabstreuen bei sich haben, ne? Gibt's denn nicht irgendwas anderes, was extravagant ist? Ja, zum Beispiel eine faulige Fleischberg schon wieder. Dieser ganze Malrus-Kram ist extravagant, ne? Niedlich gibt's viele Deko, ja. Aber irgendwas Extravagantes muss bei ihm mit rein. Sonst kriegen wir den Raum nicht auf extravagant. War echt nur die Sachen oben, oder? Sieht fast so aus. Halt. Ah, guck hier, das ist ja auch wieder hier. Aber gut. Es ist zwar nicht gerade schön, aber gut. Krieg ja davon zwei. Hatte ich offensichtlich auch noch. So, falscher Götze. Wir haben jede Menge davon. Ich will ja nur nicht, dass er irgendwie Grabstein oder sowas bei sich hat. Wo sind denn die Götzen? Furchterregende Frotze. Da sind die Götzen. Vielleicht kriege ich so eine Bude ja so etwas extravagant. Man weiß es ja nicht, man weiß es ja nicht. Auch wenn das jetzt nicht gerade hübsch ist. Ah, hier. Ein neben da. Einer Chris im Hirn. Hast du so eine Art Altar beim Bett. Ah, reicht nicht. Reicht nicht. Absolut nicht. Vielleicht hier noch eine in die Ecke. Bringt das überhaupt was? Steigt nicht durch, ne? Gut, ein Götzen hätten wir noch. Wo stelle ich den denn noch hin? Hier so als Begrüßung für die Bewohner? So. Macht nicht wirklich einen Unterschied, ne? Ich meine, extravagant steigt. Aber es reicht noch nicht. Obwohl extravagant momentan echt schon größer aussieht als natürlich, aber...
Sein Bett ist natürlich, ne? Wenn ich sein Bett austausche, den müsste natürlich ein bisschen runtergehen. Gibt es ein extravagantes Bett? Ah, mal gucken. Vermutlich aber nicht. Ich weiß es aber nicht. Der Sarg wäre extravagant. Ja gut, das ist natürlich sehr, sehr makaber. Haben wir nicht einen Sarg als Bett gebe? Ich meine, ich tue es nicht gerne. Ich tue es echt nicht gerne. Aber es geht ja nicht anders. Okay, extravagant ist wohl eine ganze Ecke Größe, aber normal ist immer noch am größten. Das heißt, hier sind definitiv zu viele normale Gegenstände drin. Was ist denn hier normal, wenn ich fragen darf? Ist die Lampe normal? Ich glaube, davon habe ich noch welche einstecken, dann kann ich ja nachgucken. Oder? Ja. Die Lombe, die haben wir hier irgendwo, ne? Na, die, die hier steht, habe ich aber nicht mehr einstecken. Gut. Gucken wir mal. Die Lombe ist... Normal, dachte ich mir. Gut, dann kommt die Lombe weg. Kriegst gleich neues Licht, mein Freund. Ah, normal ist ja immer noch sehr, sehr groß. Aber mittlerweile ist extravagant normal fast gleich groß. Alter, als der hier in einem Sarg pennen muss, ist schon übelst makaber. Du. Mal gucken. Gibt es denn... extravagante Lichter? Das ist cool. Normal. Normal. Cool. Cool. Natürlich. Normal. Normal. Das ist cool. Natürlich. Gibt keine. Doch. Das ist blaue. Gut. Dann hängen wir davon ein paar rein. Machen wir mal 10 Stück. Dann kriegt der Holz so eine kleine Gruselhütte. Geht ja nicht anders. Tut mir leid, Bass, aber das Tafelziel will es so. Da unten sind sie. Hat er sogar noch welche. Damit ich das Ganze mal etwas höher kriege da. Und den muss ich da auch nichts, den kann ich bauen, wie ich will. Den haben wir das ja. So, mein Freund, den wurde mal kurz. Den kommt das Lämmchen da weg. Das Lämmchen weg. Da führt das hin. Ja, siehst du mal, da haben wir es doch. Baue Räume mit verschiedenen Atmosphären. Sehr schön. Hallo, Egert. Ho, ho, eine wunderbare Herausforderung gemustert, wie ich sehe. Glückloser gemacht, Toddy. Oh, sehr, und eine Mini-Metrolie. Jo, her damit, Donkey. Wenn du noch 6 Wunder abschließt, gibt's den besseren Topf von der Bude in Moskau, ja, tschüss. Trotz war ich ja noch nicht fertig. Der zählt da oben eh nicht dazu, fällt mir gerade mal so ein. Genau wie das Bild viel zu hoch hängt. Machen wir da noch eine hin? Das Bild müsste einmal ein tiefer. Aber tiefer geht gar nicht, ne? Oder? Das ist zu tief. So, ne? Ja, so ist besser. Warte mal, dann machen wir es so. Da hängen wir hier ein Lichtlein ran. Da geht nicht. Okay. Na, warte mal. Warte mal, das mache ich mal ganz anders. So gefällt mir das nicht. Hängen wir das Bild ein bisschen hier rüber. So. Genau. Dann kommt da ein Lichtlein. Da ein Lichtlein. Jetzt hat er ja schon halbe Horrorhütte, aber gut. Du kriegst du hier noch ein Lichtlein. Sehr schön. Dann haut er jetzt aber definitiv, yo, am größten extravagant. Alles klar, das Tafelziel haben wir ja auch. Auch wenn ich das schon übelst makaber finde. Dann wäre das Thema nämlich auch erledigt. Schläft er tatsächlich jetzt in dem Sarg? Du weißt auch nicht, was du willst, ne? Gut, aber das wäre abgeschlossen, wenn es da noch nicht irgendwelche Nachfolger gibt, den... Ah ja, die sind ja alle draußen noch voll und ganz zugänglich. Da vorne ist ein Kanickel. Ich hab's genau gesehen. Ich hab's genau gesehen. So. Einmal bimmeln. Na ja, gut, war jetzt nicht allzu viel. Aber besser als nix. Immerhin 2 Fleisch. Und hier war da auch noch ein Kuckernickel, oder?
Oder war es das, was ich gerade umgeklatscht habe? Boss aus die Kandikel sind echt selten. Ich meine, ich könnte nach Hammerholm reisen, da waren ja massig in der Wüste, aber... To that note? Auf jeden Fall haben wir das. Ich guck mal kurz vom Torfel ziehen. Wir nähen uns ja langsam der Sache. Jo, das weiß ich ja schon, wo ich da baue. So eine Art Museumsraum und sowas gibt's ja auch. Ja, insgesamt ausgefallener. Waren wir nicht vorhin auf 39? Jetzt sind wir wieder auf 37. Was? Das muss ich nicht verstehen, ne? Verkauf etwas, komm richtig zur Porte. Das ist sehr schön. So. Und zwar werde ich. Komm mal her, mein Freund. Hier, klar, wird das hier noch umgebaut. Aber hier möchte ich gerne so einen kleinen Weg nach unten haben, habe ich mich jetzt zu entschlossen. Das müsste ich wahrscheinlich hier denn komplett so raushauen. Ich weiß bloß nicht, wie weit ich da runter muss. So. Auf jeden Fall wird das mit dem Extravagant noch so ein kleines Problem hier. So, hier soll das denn quasi runtergehen. So, den weiter runter kommen natürlich richtige Treppen hin, das ist klar. Aber wie gesagt, ich weiß auch nicht, wie weit ich runter muss. Das werden wir sehen. Und ob das so hinhaut später, ist auch noch so eine andere Frage. Ich mache jetzt erstmal nur den Anfang. Aber wie weit ich runter muss, ich habe keine Ahnung. Nein, da nicht. So, Dode nochmal. Sehr schön. Oh, da gibt es doch bestimmt, aber da steht sehr weit unten oder tief unten, garantiert ein ganzes Stück runter. Da bin ich mir ziemlich sicher. Leider steht da keine genaue Höhe. Und klar, so ein kleiner Geheimraum hier unten. Nur für die VIPs. Auf jeden Fall geht die Umbra-Erde. Ja, wirklich? Merke ich gerade mal. Sehr tief rein, ne? Jetzt steigt das Ausgefallene wieder. Verstehen muss man es nicht, ne? Also das mit dem insgesamt Ausgefallener ist schon merkwürdig. Ja, ich habe keine Ahnung, wie weit ich runter muss. Oder ist das schon wieder gesunken? Ich habe keine Ahnung. Nein, der sollte gar nicht weg. Warte mal. Dort nehmen wir erstmal wieder raus. Ich brauche einmal hier noch so ein Stück. Ich meine, das wird ja später eh alles ausgetauscht, aber... Jetzt im Moment erstmal. Dort wieder rein. Genau. Ich mache jetzt erstmal nur so weit, bis ein anderer Stein anfängt. Und ich wissen will, wie tief hier die Umbra-Erde überhaupt geht. Ah, alles klar. Gut. Nein. Na gut. Das wird da eh weg müssen. Uha. Hier muss man aufpassen. Der geht total schnell kaputt. Gut, aber ich glaube nicht, dass das reicht, ne? Dann werden wir wahrscheinlich noch viel, viel weiter runter müssen.
Ja, ich denke schon. Ich glaube, das wird nicht ausreichen für tief runter. Auf jeden Fall werde ich hier den definitiv diesen Teppich mit reinbauen. Dann will ich jetzt mal kurz gucken, ob ich den Teppich noch einstecken habe. Ist das überhaupt der Teppich oder was ist das für ein Teppich? Warte mal. Einmal ganz kurz. Packe ich gleich wieder rein. Jo, das ist der Teppich. Okay. Wer wollte, kann ich wissen. Das müsste dann gleich mit hier, warte mal. Der bräuchte ich noch einmal die Goldblöcke. Was sind die? 1, 2, 3. Das ist hier richtig. Das heißt, bis hier müsste Gold bleiben. Und ab hier, aber auch nur der untere müsste stehen bleiben. 2, 3 und 4. Bin ich doch jetzt richtig, oder? Alter, ja. Der müsste stehen bleiben. Das heißt hier. 1, 2. Also bis zur Decke quasi. Sind nur zwei, ja. Da müsste den Teppich rein. Zack. Nee, es geht doch ein tiefer rein, oder nicht? Ja. Warte mal, da baue ich gerade gewaltigen Mist. Moment. Das geht ein weiter rein. So, so muss das. So ist das da drüben auch. Genau. Den müsste hier quasi... Ich weiß gar nicht, was das für ein Block ist. Auch irgendein Goldblock auf jeden Fall. Den ich aber offensichtlich nicht mehr habe. Gut, Gold haben wir mittlerweile genug. Den können wir bauen. Den sollte ich vielleicht auch bauen. Oh, eins nach dem anderen. Dafür müsste der hier natürlich auch raus. Das ist die Reihe, ne? Jo. So, da müsste dann der rein. Hier müssen ja wieder zwei rein. Teppich rein. Dann baue ich das hier nämlich genauso wie auf der anderen Seite. Es sieht ein bisschen hübscher aus. Und ich meine, Teppich habe ich jetzt eh nicht genug. So, da würde der zwischenkommen und... Ja, es sind wieder zwei. Den haben wir es hier, glaube ich, ein bisschen hübscher und passt auch besser zusammen. Und da unten runter kommt dann der helle Geräumgang. Den passt das. So, Teppich kriege ich inzwischen noch ein bisschen was hin. Ein bisschen Wolle haben wir ja jetzt schon wieder. Guck mal, hier ist Kornnickel. Sehr schön. Na, immerhin schon mal drei Fleisch, auch wenn es nicht viel ist. Dann gucke ich mal kurz nach den Goldblöcken. Und Teppich. Ah, 100 sollte erstmal reichen. So viel werden wir da auch nicht brauchen. So, und die Goldblöcke, das sind welche? Die, ne? Machen wir mal so 150 davon, das sollte reichen. Wunderbar. Kanickel sind hier viel zu wenig. Damit der VIP-Eingang mal ordentlich wird. So, warte mal, dann kann ich den hier mich gleich hinzimmern. Zack. Und da kommt den später auch nochmal vernünftig neckische Nachtlichter ran. So, hier müsste denn nochmal... Genau, nochmal so ein Ding. Bei Rost, du stehst mir im Weg. Ja, hier müsste eindeutig... Nochmal so ein Ding ran. Zack, zack, zack. Ja, und danach kommen nochmal zwei rein Teppich. Sehr schön. So. Genau, dann haben wir das mit gleich. Dann passt das hier besser. Hier müsste denn schlicht und einfach so bleiben. Ja. Und Waffflug. Genau, und hier müssen dann wieder zwei rein Teppich. Ich glaube, das sieht denn doch etwas besser aus. Zack, 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 zack. So, da wäre dann auch wieder so ein Toll rein. Kriegen wir auch hin.
Sehr schön. Und dann werden nochmal zwei rohe Teppich. Ne, jo. Den haben wir es auch gleich. Hätte ich auch gleich so bauen können, ehrlich gesagt. So. Sehr schön. Und dann kommt nochmal so ein Ding und nochmal zwei Reihenteppich. Alles klar. Und hier nochmal zwei Rollenteppich. Ist das denn auch richtig so? Ja. Hier ist dann auch nur der eine Ball. Passt. Ja gut, und draußen werde ich es dann aber allerdings ein klein wenig verstecken müssen. Das kann ja nicht so bleiben. So, da kommt denn erstmal der hin. Und hier kommt der nochmal Teppich hin. Zack, zack. Ja, und da kommen dann halt auch nochmal die neckischen Nachtlichter rund. Hier kommt natürlich ein vernünftiger Gang runter, klar. Und hier werde ich dann wahrscheinlich auch nochmal hier genau gegenüber, damit es ein bisschen ordentlicher aussieht. Na, dreh dich doch mal richtig. So. Hier auch nochmal so. Und dahinter nochmal Gold. So. Auch nochmal so ein neckisches Nachtlicht reinhängen, genau wie hier. Todi ist am Verhungern. Das ist nicht gut. DNS, DNS. Den kommt das doch langsam alles. Dann haben wir hier einen richtig schönen VIP-Eingang. Natürlich noch ein anständiger Fußboden. Und hier draußen denn jetzt... Sieht man das so ein bisschen, ne? Ja gut, das kriegen wir aber hin. Das ist nicht viel. Dort nehmen wir einmal ein schönes bisschen Umbra-Erde. Da. Und klotschen das hier einmal zack, zack. Ja, so geht das, so geht das. Ich denke mal, hier oben werde ich sowieso noch mal so einmal ein bisschen rüberziehen. Das ist aus, als wenn der Berg ein bisschen weiter da geht. Ich glaube, das wäre besser. Warte mal. Ungefähr bis hier. Den hier vielleicht so ein bisschen schräg rüber. So. Was es so ein bisschen aussieht, als wenn der Berg hier ein bisschen rüber geht. Die ist ungefähr da. Alle mo. Da nochmal hin. Da nochmal hin. Ein bisschen künstlich Bergbau. Muss ja auch mal sein. Ah, du kannst von mir jetzt Otter bleiben. So. Ich meine, da soll jetzt nichts Großartiges. Hier noch einer hin. Der ist schon zu viel. Das so ein bisschen aus, als wenn es hier reingebaut wurde. So geht's da schon. Sehr schön. Den brauchen wir auch nicht. Nur noch genug Rubine später. Aber es kommt ja langsam. Es kommt ja langsam. Da unten entsteht denn halt der extra tiefe Raum. Ich leg mich mal kurz schlafen. Neckische Nachtlichter müssen wir zwar fürs Tafelziel rein theoretisch nur noch zwei bauen, aber ich glaube, fünf brauchen wir noch, wenn ich mich nicht täusche. Und eins muss noch beim Bams rein, also sechs. Ah, ich glaube, so viele Rubine kriegen wir nicht gekauft. Du hast, glaube ich, nicht. Aber da müssen wir gucken, da müssen wir gucken. Einmal kurz Glocke bimmeln. So, den gehen wir einmal kurz auf. Ein Bauernach. Gegenstände. So, die Rubine sind hier. Wir kriegen gerade mal eins gebaut. Mal so wohlgemerkt nebenbei. Und das neckische Nachtlicht selber kostet 1500. Ne, das hatte ich schon mal nachgeguckt. Dort ist abordentlich teuer. Okay, sammeln wir erstmal ein bisschen was an. Das hat ja so keinen Sinn. So, da ist noch ein Kornnickel. Mensch. So, danke fürs Fleisch. Den gehen wir noch einmal rüber nach Grünfield. Oder grüne Gärten, besser gesagt. Vielleicht laufen da ja auch noch ein paar Kornnickels rum. Mann, wo ist es ja nicht? Auf jeden Fall will ich die vier Fleisch schon mal in die Tierbehausung bringen. Damit sie gar nicht erst wieder ohne Fleisch da stehen.
Da muss er nicht sein. Und hier wollte ich auch einmal reingucken. Alter, was hieß ich hier? Hier sind schon... Nee, echt, du... Oh, Mann. Das hier. Korn in die Küche. Das Korn in die Küche. Das ebenfalls. Die Aubergine können in die Küche. Der Wolzen kann in die Küche. Die Kürbisse genauso. Oh, den Rest bringen wir später rüber. Das ist schlimm. Vor allem diese ganzen Riesenäuer hier. Oh, hier gab es auch nochmal einen Schwung Herzen. Sehr schön. Ihr Rinder. Genau wie das. Die Kartoffelkies. Die Aubergine. Die Weizen. Und die Kürbisse. Hier, der rote Färbemittelkorn raus. Jo, ansonsten ist nur Essen drin, ne? Jo. Das kommt hier langsam richtig gut mit den Feldern. Oh, kein Nickel. Gut, das kommt, weil hier so viel gebaut ist inzwischen. Sehe ich ja nicht wirklich rumlaufen. Dort ist mich leer. Ist mich leer, habe ich mir gedacht. Die futtern da, obwohl ich noch geguckt habe in der letzten Folge. Wie die Weltmäuser, du. Wo ich das ganze Fleisch herkriegen soll, das ist auch noch so eine Frage. Ich muss mal kurz ins Einwohnerverzeichnis gucken. Sind die jetzt wieder auf Null gefallen, weil sie mal einen Tag nichts zu fressen hatten, oder was? Ich hoffe doch nicht. Die sind auf jeden Fall hier. Elf. Na, runtergefallen sind sie noch nicht. Echt, die müssen jeden Tor fressen haben, damit ich den einen Meerbeere geben konnte, damit ich sie vermehren kann. Wo ich das Fleisch alles herkriegen soll, das ist mir noch ein Rätsel. Das ist mir wirklich ein Rätsel. Weil hier laufen ja kaum noch Karnickel rum, weil hier halt Betrieb herrscht vom Feinsten. Geworden mal mehr, du. Das wird echt noch ein Problem. Ich meine, ich kann Fleisch mit ziemlicher Sicherheit auch verhetzen kommen, aber die brauche ich einfach die Rubine. Oder ich forme mal auf die Insel und forme die Rubine, das könnte auch gehen, ne? Da müsste man wirklich gucken. Jut. Eins nach dem anderen. Ich port mich jetzt erstmal zurück. Wie gesagt, der Raum nach unten, das kommt. Jetzt will ich noch einmal kurz gucken. Da sind wir bei. Und... Na, 37 ist so geblieben. Das ist ganz komisch. Das steigt langsam. Und ansonsten... Ja, da sind wir ja auch dran. Wie gesagt, da fehlen noch zwei für das Tafelziel. Und das mit dem Essen, das kommt ja durch die anderen Felder. Das... Wir sind also auf einem guten Weg, so ist es nicht. So ist es definitiv nicht. Allerdings kriege ich nicht so schnell so viel Fleisch zusammen, wie die Hunde da vertilgen. Das ist schon übel. Weil hier ja wirklich kaum noch Karnickels rumlaufen. Zumindest kommen wir es mittlerweile Herzen sehr gut rein. Die sind ja echt hier gut. Die Küche läuft auch die ganze Zeit. Die Sofra, die hier bei ist. Die Tänzer servieren ja nur, ne? Genau wie er. Die servieren hier eigentlich alle, du. Okay. Da ist noch kein Nickel. Ich glaube, ich werde hier echt mal auf... Das war Wolle. Auf Fleischjagd gehen müssen. Wieso sitzt der Schleim? Ah ja. Auf dem Färbefass. Wenn ihm das Spaß macht. Aber das ist so gut wie keine Karnickel, ne? Ich weiß, dass Karnickel auf dem Grün spawnen können und aus Sand spawnen können. Aber allerdings haben wir hier ja beides zu Genüge. Und spülen trotzdem kaum was. Kriegen wir schon irgendwie hin. Irgendwie haut das schon hin mit dem Fleisch. Dort ist alles nur eine Frage der Zeit. Ich habe aber auch keine Lust, Hammerhäume auseinander zu knüppeln. Gott, da ist auch schon was Besonderes zwischen, ne? Ne, ist die Vogelscheuche. Ich wollte gerade sorgen. Herzen geben die beiden da sehr, sehr gut. Das funktioniert. Hier werden wir auch noch Zuckerrohr einpflanzen.
Tja, und die Karnickels sind wirklich sehr, sehr selten. Aber gut, da kümmern wir uns das nächste Mal drum. Ich werde da jetzt akribisch drauf achten, dass die Hundis nicht wieder runterfallen, dass die jeden Tag Fleisch haben. Und wenn ich einmal Hammer holen muss und da die Wüste durchschreddern muss, um genug Karnickelfleisch zu kriegen. Aber auf jeden Fall brauchen sie genug Fleisch. Das definitiv. Das wollte ich gar nicht. Naja, gut. Wir haben eh erstmal genug Gold. Nein, du sollst ja nichts Neues anstellen hier. Du sollst. So, die beiden sollen mich weg. Da bauen wir noch einen extra Schmiederaum für. Oh, hier soll ja die Oase weitergehen. Vielleicht kriegen wir so ein paar mehr Karnickel. Lass hier vielleicht mal ein paar spawnen. Das wäre sehr, sehr schön. Werden wir sehen, werden wir sehen. Freunde, sind wir erstmal am Ende. Schön, dass ihr dabei wart. Morgen geht's dann hier weiter. Bye, bye.